Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem Kultur-Heute-Spezial aus Mailand von der Expo, direkt vor dem österreichischen Pavillon. Morgen findet hier bei der Expo der sogenannte Österreich-Tag statt. Es gibt zahlreiche Veranstaltungen und der Höhepunkt dieses Tages ist ein Konzert der Wiener Philharmoniker in der Mailänder Scala unter der Leitung von Maris Jansons. Meine Gesprächspartner heute sind der Architekt des Österreich-Pavillons Klaus Löhnhardt und der neue Intendant der Scala Alexander Pereira. Zunächst aber hat sich mein Kollege Maximilian Traxel umgesehen auf der Expo und in Mailand. Mailand, das bedeutet Schwung und Geschmack, Mode und Design, cooles Understatement und zeitlose Eleganz. Schlichtweg Italien, aber eines fernab von Klischees und ungezwungenem Dolce Vita. Hier ist die pulsierende Kreativszene des Landes, ebenso wie das nationale Bankenzentrum, moderne Kunst neben alten Kirchen, futuristische Wolkenkratzer und Cafés aus der Belle Époque, wie das Café Ambroise, einem Tempel der Konditorkunst. Zwischen Murano-Glas und Silberspiegel soll man hier den besten Espresso der Stadt bekommen. Und über allem schwebt der Geist von ihm, Leonardo da Vinci. Er ist der Genius Loci der Stadt, der Ende des 15. Jahrhunderts viele seiner Erfindungen, Gemälde und Studien in der lombardischen Hauptstadt umgesetzt hat. Aber nicht nur legendäre Gemälde und technisch revolutionäre Waffen hat Leonardo da Vinci in Mailand hinterlassen, sondern auch das Kanalsystem der Stadt entworfen. Wir stehen hier an den sogenannten Navili, im Volksmund auch blaue Strahlen genannt, die sich über 50 Kilometer bis weit ins lombardische Hinterland erstrecken. Hier wurde im 15. Jahrhundert unter anderem der Marmor vom Lago Maggiore bis zu den Baustellen des Mailänder Doms befördert. Die Wasserkanäle von Da Vinci sind zur Expo eigens neu eröffnet worden. Aber auch ein anderer prominenter Einwohner der Stadt hat in Mailand seine Spuren hinterlassen. Adriano Celentano, der die Straße, in der er aufgewachsen ist, sogar in einem eigenen Lied verewigt hat. In der Via Gluck Nummer 14 haben die Eltern des jungen Adriano damals Brot verkauft, neben 800 Nachbarn auf einer Straße. Und trotzdem war die Vorstadtsiedlung einst der grüne Gürtel von Mailand, ehe dieser von der Bauspekulation überrollt wurde. Dem Kampf um eine bessere, grünere und vor allem nachhaltigere Welt hat sich auch die Expo 2015 verschrieben. An die 145 Länder präsentieren in eigenen oder themenspezifischen Pavillons ihre Visionen für die Zukunft unseres Planeten. Dabei steht die Lebensmittelproduktion ebenso im Vordergrund wie unser globales Umweltbewusstsein. Zum Beispiel im brasilianischen Pavillon, der mit gigantischem Rettungsnetz auf die schwindende biologische Vielfalt aufmerksam machen möchte. Oder auch der Schweizer Beitrag, der die Problematik von zu wenig Nahrung für zu viele Menschen leibhaft spüren lässt. Nehmt alles, was ihr wollt. Nehmt 1, 2, 10, 100, aber denkt an die, die nach euch kommen. Die Türme werden nicht wieder gefüllt. Cyberkulinarisch geht es auch im Future Food District des Expo-Geländes zu. Hier prophezeien Computer, Greifarme und interaktive Verbraucherindexe, wie personalisiert der Supermarkt der Zukunft aussieht. Ob für die Energie von morgen gestrampelt wird oder sich Nahrungsmittelkonzerne in Szene setzen. Es sind wenige Lösungsvorschläge, aber viele Fragestellungen. Es sind sehr viele Länder da, die sich sehr unterschiedlich präsentieren. Ich hoffe nicht, dass diese Expo verkommt zu einer Lebensmittel- und sonstigen Präsentation und Ausstellung, sondern wirklich auch das zeigt, was Länder in einer ganz besonderen Qualität zu bieten haben. Wir tun das jedenfalls. Mit wir ist der österreichische Pavillon bei dieser Weltausstellung gemeint. Ein überdimensionaler Wald, der als natürliche Klimaanlage eine um 5 Grad kühlere Umgebung bietet und nicht nur im Pavillon, sondern auch auf dem Dach auf erneuerbare Energie setzt. Den Planeten ernähren, Energie für das Leben als Motto der Expo, nimmt der österreichische Pavillon wörtlich. Mit der Konzentration auf das Lebensmittel Nummer 1, also die Luft, wird hier Sauerstoff für 1800 Besucher in der Minute erzeugt. Und das als klimaneutrale Luftfabrik, die mittels Solarpaneele den Kreislauf des Lebens darstellt. Millionen,
Ob Mailand also mit dieser Expo in die Lüfte steigt, wie jener geschundene Vogel im gleichnamigen Lied von Lucio Dalla, wird sich zeigen in den kommenden 5 Monaten. Und bei mir begrüße ich jetzt den Architekten des Österreich-Pavillons hier in Mailand. Ich freue mich sehr, dass er hier ist, Klaus Löhnhardt. Guten Abend, hallo. Freut mich sehr. Wir sind hier umgeben von Pflanzen, von Bäumen, von Sträuchern, aber eigentlich geht es in dem Projekt nicht um die Pflanzen selbst, sondern um die Luft, die sie produzieren. Ich würde sagen, um die Beziehung der Pflanzen zu Luft und zu uns schlussendlich. Mhm. Genau um diesen Kreislauf, um das Bewusstsein, dass wir eben mit unserer Umwelt ganz, ganz ursächlich in Verbindung stehen. Mhm. Wir atmen jeden Moment und sind uns aber eigentlich nicht bewusst, wie verbunden wir mit unserer Umwelt sind. Und der Pavillon, glaube ich, lädt ein, auf ganz spielerische Art und Weise sich dessen bewusst zu werden. Mhm. Der Pavillon heißt ja Atme Österreich übersetzt. Was mich interessieren würde, wie viel Österreich atmet man denn eigentlich wirklich? Sind die Bäume alle aus Österreich? Also die Bäume sind genetisch, sagen wir mal, aus Österreich. Das hätte keinen Sinn gemacht, wäre sicher nicht nachhaltig gewesen, die so weit zu transportieren. Aber ganz wesentlich, was wir hier sehen, die Bäume, so wie sie hier stehen, nebeneinander in diesen Gemeinschaften, man nennt das Pflanzengemeinschaften, genau diese Konstellation findet man in Österreich, in genauer gesagt 12 verschiedenen österreichischen Ökotopen. Und ich habe gelesen, dass dieser Pavillon als einziger ohne kommerzielle Klimaanlage auskommt. Stimmt das? Ja, das ist so. Das ist unsere Aussage, festzustellen, es geht auch anders. Wir können auch Klima in der Stadt anders erzeugen als nur über unsere klassisch, sagen wir mal, technoiden Lösungsvorschläge. Gleichzeitig ist es aber auch ein Vorschlag, die Technik mitzudenken. Mhm. Also man sieht hier im Hintergrund sogenannte Ventilatoren, die feinen Wasserdampf einsprühen. Dieser Dampf, der sich auf den Blättern niederlegt und von dort weiter verdunstet, erzeugt unser Klima zusammen mit der Vegetation. Jetzt stellt man sich ja unter Architektur eigentlich etwas, vielleicht etwas anderes vor. Ist Luft auch Architektur? Ja, wie man sehen kann. Also Luft hat diesen Ort quasi geformt, diese Art der Architektur, in der wir heute stehen. Und es freut uns, so ein Showcase hier vorführen zu können, zu zeigen, wie vielleicht sogar künftig unsere Innenstädte ihre eigene Luft produzieren. Mhm. Das wäre doch ein tolles Modell für Großstädte. Denken wir mal an chinesische Städte etc., die nicht nur konsumieren, die nicht nur Energie konsumieren, Sauerstoff konsumieren, sondern künftig vielleicht sogar Luft produzieren, Energie produzieren könnten. Das heißt, Sie können sich dieses Konzept durchaus auch für andere Städte vorstellen, weiterentwickeln, auch größer in der Dimension? Ja, also unser Team, Team Breathe Austria, arbeitet genau an solchen Überlegungen. Wie könnte dieser Pavillon quasi zum Prototypen werden für ganz andere Nutzungen? Könnte eine Schule sein, ein Kindergarten, Wohnbau, Büro etc. Das ist eigentlich die Aussage hier, dass wir hier zwar auf der Expo in Mailand sind, aber wir tatsächlich jetzt im Moment darüber nachdenken, wie könnten unsere künftigen Städte von solchen Ideen gewinnen. Jetzt stehen wir hier im fertigen Pavillon. Was mich interessieren würde, was waren denn die Schwierigkeiten, diesen Pavillon so zu gestalten, wie er jetzt steht, dass Sie damit zufrieden sind? Wo waren denn so ein paar Knackpunkte? Ja, ich würde mal grundsätzlich sagen, dass neue Ideen, die noch nicht gebaut sind, einfach ein Team brauchen, das daran interessiert ist, dieser Idee nachzugehen, solche Ideen zu verwirklichen. Mhm. Und es braucht Aufmerksamkeit, Konzentration. Und wir hatten wirklich das Glück, bei allen Beteiligten dieses Interesse zu finden. Mhm. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Weiters dann, ja, wir sehen es vielleicht in dieser Dichte zwischen Gebäude und Landschaft zu bauen, in dieser Nähe, diese Unmittelbarkeit, die wir jetzt genießen können. Diese Nähe, das Atmen, wir können die Pflanzen ja eigentlich hier überall berühren. Mhm. In dieser Nähe zu bauen bedeutet natürlich, sich sehr, sehr stark abzustimmen. Aber auch da hatten wir großes Glück, wie man sehen kann. Mhm. Und was mich zum Schluss noch interessiert, was passiert denn eigentlich mit dem Wald, mit dem Pavillon nach der Expo? Gibt es da einen Plan schon? Ja, also es gibt gute Nachrichten.
große Teile des Pavillons werden weiter verwendet. Wir haben so gebaut, dass beispielsweise die komplette Holzkonstruktion wiederverwendet werden kann. Genauso mit den Pflanzen. Also alle Pflanzen finden dann nach der Expo ein neues Zuhause. Lieber Herr Löhnhardt, ich bedanke mich sehr fürs Gespräch. Vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön. Meine Damen und Herren, während der Expo gibt es hier in Mailand nicht nur viel Natur aus Österreich, es gibt auch viel Kultur aus Österreich. Mein Kollege Maximilian Traxel berichtet. Das ist Wolfgang Viel. Er ist Teil des Künstlerduos Tatort und Teilnehmer am sogenannten Artist in Research Residence Programm, für das er sich einen Monat lang kritisch mit der Expo auseinandersetzt. Hier auf Vermittlungstour mit seiner persönlichen Auswahl für die Weltausstellung. Das ist eine Art Oase, Ruhezone, Sauerstofflieferant. Ja, hier sieht man diese schöne neue Supermarktwelt, die wirklich ziemlich glossy und glitzy daherkommt, wie ich meine. Während seines Aufenthaltes möchte er andere Pavillons dazu einladen, einmal beim Nachbar vorbeizuschauen und sich dort das ein oder andere Objekt auszuborgen. Also ein Dialog der Kulturen. Wir haben dann gedacht, okay, es muss doch eigentlich eine Form geben, wie man diese einzelnen Pavillons aus ihren Schneckenhäusern ein bisschen herauslocken kann und eine Art von Interaktion initiieren kann, die das Format genau auf dieser Ebene befragt. Aber auch in der Innenstadt ist das kulturelle Begleitprogramm aus Österreich nicht zu übersehen. Gleich hinter der Scala zeigt die renommierte Galleria San Fedele eine Retrospektive des österreichischen Künstlers Arnulf Rainer. San Fedele ist ein historischer und spiritueller Ort, der seit den 50er Jahren Künstler wie Yves Klein, Matisse, Chagall und Mark Rothko ausgestellt hat. Gleich in der Kirche San Fedele tönt es modern. Das Milano Musica Festival, eines der wichtigsten nationalen Festivals für zeitgenössische Musik, setzt einen Schwerpunkt auf den Komponisten Bruno Maderna und lädt Österreicher zum Musizieren. Explosionsartig geht es im Designzentrum der Stadt, dem Triennale di Milano, zu. Hier fliegen Schlüsselbeispiele der österreichischen Designlandschaft durch einen sternförmigen Kreativkosmos. Die Vision für diese Ausstellung ist sehr klar. Wir wollen österreichisches Design in allen Facetten präsentieren. Vom Industriedesign bis zum Handwerk, von der künstlerischen Intervention bis auch letztendlich andere verwandte Disziplinen wie Architektur, Musik und Kunst. Auch beim Milano Film Festival setzt man auf heimische Größen und widmet einen ganzen Programmtag dem österreichischen Kino. Wir haben immer wieder Nationenschwerpunkte gesetzt und freuen uns, das heuer mit Österreich zu tun, insbesondere wegen der Frische und Stärke, die das österreichische Kino von heute auszeichnet. Und wem das noch nicht genügt, kann am Österreichtag der Expo im berühmten Opernhaus Teatro alla Scala den Wiener Philharmonikern und Dirigent Maris Janssens zuhören. Da muss sich sogar Leonardo verbeugen. Und wir sind jetzt hier in der Mailänder Scala und ich freue mich sehr, auch den Intendanten begrüßen zu dürfen, Alexander Pereira. Guten Abend, hallo. Guten Abend. Herr Pereira, normalerweise sind ja im Juli und August Theaterferien, Theaterpause, aber während der Expo ist es nicht so. Es gibt bis Ende Oktober an der Scala jeden Abend eine Vorstellung, ein Konzert. Wie ist denn Ihre Bilanz jetzt knapp 2 Monate lang Expo hier in Mailand? Also ich glaube, dass die Scala jetzt nicht unmittelbar von großen Zuschauermassen profitiert. Wir haben investiert, ungefähr 3,6 Millionen in unser Programm für die Expo. Aber ich habe das Gefühl, dass wir immer noch mehr die Mailänder als wie die Gäste anziehen. Ich hoffe, dass sich das dann im Juli, August ein bisschen ausgleicht. Aber unabhängig davon ist diese Weltausstellung eine ungeheure Chance für die Stadt, für Italien. Und ich denke, dass Italien sich mit dieser Expo ein bisschen aus seinen eigenen Schwierigkeiten ziehen wird. Jetzt sind Sie ja bekannt dafür, dass Sie es immer wieder schaffen, neue Sponsoren für Ihre Projekte zu gewinnen. Hat es da eigentlich eine Veränderung in Ihrem Beruf gegeben, dass das Finanzielle fast ein bisschen wichtiger wird als das Künstlerische, weil das Finanzielle ja die Basis für das Künstlerische ist? Nein, es ist immer zuerst die künstlerische Idee.
Also ich sitze nicht vor einem Batzen Geld und überlege mir, was kann ich denn damit machen, sondern es ist umgekehrt. Ich sitze auf einem Batzen künstlerische Ideen und überlege mir, was kann ich und wie kann ich das realisieren. Aber ich habe immer so gearbeitet, dass man zuerst einmal eine Vision grenzenlos haben muss und sich nicht schon von vornherein limitiert und sich dann überlegt, wie man sich möglichst nah an seine Idealvision annähern kann. Und das spielt hier natürlich auch eine große Rolle. Ich denke, dass wir alles in allem in diesem Jahr 8 bis 10 zusätzliche Millionen für die Scala auftreiben werden, weil wir eben in das Programm, in die Attraktivität des Theaters investieren wollen. Jetzt ist das Publikum der Scala ja ein sehr schwieriges. Es gibt einige Künstler, die sagen, sie haben ein bisschen eine Distanz zum Haus, weil sie ausgepfiffen worden sind. Wie geht man denn eigentlich als Intendant mit so einer Situation um? Es gab natürlich diese Exzesse und das, was ich mir überlegt habe, ist, dass ich mich mit diesen sogenannten Logionisti einfach zusammensetze und mit ihnen rede und höre, was sie zu sagen haben und ihnen sage, was ich mir denke und ihnen auch zu erklären, dass Proteste im Allgemeinen die Dinge nur schlechter machen. In dem Sinne, wenn von den 30 berühmtesten Sängern der Welt 10 nicht auftreten wollen, da muss ich die Stücke ja trotzdem spielen und muss dann halt 10 weniger gute engagieren, mit der Gefahr, dass die Leute dann erst recht buhen und dann engagieren wir die 10 noch weniger guten. Und am Schluss geht der Protest gegen die Liebe aller dieser Leute zum Theater. Nicht, das widerspricht sich. Und diesen Punkt habe ich versucht zu erklären und bin auf eine nicht spontane, aber jetzt im Laufe der Saison erstaunliche Verständnisbereitschaft gestoßen. Das Haus reagiert jeden Abend völlig normal auf die Vorstellungen, die stattfinden. Und das freut mich wahnsinnig. Und in der Tat kommen auch etliche bereits wieder zurück von denen, die ein bisschen in Sorge waren. Jetzt läuft Ihr Vertrag bis 2020. Sie haben das Programm bis 2018, zum Teil bis 2019 schon programmiert. Was mich interessieren würde... Woher wissen Sie das? Ich habe es gelesen. Was mich interessieren würde, muss Ihnen eigentlich das Programm, das Sie hier machen, auch persönlich gefallen? Ist das was, wo Sie sagen, also es muss mir auch zusagen oder ist das keine Kategorie? Naja, also ich mache nicht die Auswahl aller der Stücke, die ich nicht mag, weil irgendeiner das dann vielleicht gut oder nicht gut findet. Also letztlich bringt der Intendant natürlich seine persönlichen Lieben ein, aber er kann nicht nur, also ich kann jetzt auch nicht sagen, meine innigste Liebe ist, ich weiß nicht, ungarische Musik und ich spiele eine Saison lang nur ungarische Musik. Das kann ich auch nicht, also es ist immer ein Ausbalancieren einer Wahrheit, die nicht ich erfinde, sondern die eine objektive Wahrheit ist. Und innerhalb dieser objektiven Wahrheit, dass man das Französische, das deutsche Repertoire, ich weiß nicht, das slawische Repertoire und vor allem in diesem Theater die große Tradition des italienischen Theaters pflegen muss, innerhalb dieser objektiven Wahrheit kann ich mir meine Perlen dann individuell aussuchen. Ich glaube, es gibt den Plan, dass Sie im September eine Oper am Mailänder Flughafen aufführen möchten. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Na, der Stand der Dinge ist, dass wir das machen. Ich habe vor einigen Jahren in Zürich ein ähnliches Projekt gemacht, das hieß Traviata am Hauptbahnhof, im normalen Ablauf des Bahnhofs und jetzt im September im normalen Ablauf des Check-in, Check-out und Koffer suchen, Koffer nicht finden und schon finden, werden wir Elisir d'Amore spielen. Und zwar so, dass nicht in der Mitte eine Aufführung stattfindet, sondern dass
weiß ich, der Chor sitzt in einem Restaurant und das Orchester sitzt an einer anderen Stelle und ich weiß nicht, Nemorino steht hinter einem Counter und Adina kommt und checkt ein und er verliebt sich in sie und jeder der Sänger hat ein Mikrofon im Ohr und das Publikum, das sich auf dem Mailänder Flughafen bewegt, erlebt alles nur in Mosaike, zum Beispiel 50 Leute, die das Check-in beobachten oder 100 Leute, die vor dem Chor stehen oder 100 Leute, die das Orchester hören. Aber das Ergebnis dieser Aufführung wird erst auf dem Fernsehschirm sichtbar. Also es ist Fernsehoper im besten Sinn und alle diese Mosaike, diese Stücke werden zusammengesetzt und am Schluss findet Elisir d'Amore auf dem Fernsehschirm statt. Mhm. Jetzt gibt es morgen hier den sogenannten Österreich-Tag am Expo-Gelände und an der Skala gibt es den Höhepunkt am Abend, ein Konzert der Wiener Philharmoniker unter Maris Jansons. Es wird die dritte Sinfonie von Gustav Mahler gespielt. Ja, also es war ja ein Riesenerfolg in Wien, wenn ich die Kritiken lese. Wir sind natürlich sehr glücklich, dass die Wiener zu uns kommen und der Chor der Gesellschaft, das Musikfreunde und wir werden noch unseren eigenen Kinderchor dazu basteln. Am letzten Tag und Maris Jansons ist einer der allergrößten Dirigenten und so ist dieser Österreich-Tag für die Mailänder Skala auch ein Fest, weil es wahrscheinlich zu einer absolut Weltspitzenaufführung kommen wird und das ist das, was die Mailänder Skala gerne in seinen Mauern beherbergt. Und was mich zum Schluss noch interessiert, Sie sind jetzt ein Dreivierteljahr in Italien hier aus persönlicher Sicht. Wie ist Ihre Bilanz? Ist es schön hier in Italien? Gefällt es Ihnen da? Na, ich genieße es, jeden Tag ins Theater zu kommen. Ich lebe sehr gern hier. Man isst gut. Ich bin ein Pasta-Fan, also bin ich an der richtigen Stelle. Und die Leute sind wahnsinnig nett, sie sind exzellent, es ist wirklich ein erstklassiges Theater und es gibt Potenziale in dem Theater zu entdecken, die einen begeistern. Es ist natürlich so, man kommt um 8 Uhr früh ins Büro und um 10, wenn man glaubt, es ist 10 nach 8, ist es Mitternacht. Also es ist ein enormes Tempo, mit dem man durch dieses Haus rasen muss, aber mit großer Freude und mit großer Begeisterung. Lieber Herr Pereira, ich bedanke mich sehr fürs Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. Meine Damen und Herren, das war unser Kultur heute Spezial anlässlich der Expo aus Mailand. Bei uns im Hauptabend geht es jetzt weiter mit Erich Preuil und der wilden Reise, die ihn heute in den Böhmerwald führt. Und um 21.05 Uhr gibt es eine Premiere auf ORF3. Zum ersten Mal meldet sich Raimund Löw live aus Peking. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich schon. Wiedersehen.